Wir haben das Thema Krebsprävention von der Studie in die Routine, der Weg in der Bürstenwiese in die Zahnarztpraxis. Mein Dialog los. Ja, also von sogenannten 20 Minuten jetzt noch 5 Minuten. Mal gucken, was wir hinkriegen, aber das klappt schon. Ich möchte von Anfang an nochmal darüber reden, also auch so ein bisschen wiederholen, das, was der Carsten gesagt hat. Von Koni-Patienten, das wissen wir, haben ein höheres Risiko für die Entwicklung von diesen Schleimhauttumoren. Aber genauso wichtig ist es auch zu wissen, dass diese Tumore zu einem jüngeren Lebensalter auftreten können als in der Durchschnittsbevölkerung. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man mit einer Veränderung in der Mundschleimhaut zum Arzt geht und ist zum Beispiel 25, dann denkt er nicht unbedingt daran, dass das Krebs sein könnte. Wir wissen auch, dass Patienten nach einer Knochenmarktransplantation anscheinend ein etwas höheres Risiko haben, diese Tumore zu entwickeln. Hinten raus ist es manchmal allerdings ein bisschen einfacher, diese Patienten zu behandeln, weil sie Nebenwirkungen besser tolerieren. Tumore bei Fanconi-Anämie müssen anders behandelt werden als in der Standardbevölkerung. Und aber das Allerwichtigste ist, das möchte ich jetzt nochmal vorneweg sagen, nicht jeder Fanconi-Patient bekommt einen Schleimhautkrebs. Also wir reden da im Moment viel drüber und das ist auch wichtig. Aber das ist ein Risiko, das betrifft nicht den jungen Fanconi-Patienten. Das Durchschnittsalter für einen transplantierten Fanconi-Patienten liegt bei ungefähr 28 Jahren, um diesen Tumor zu entwickeln. Also da muss man sich, wenn man jetzt ein 5-jähriges Kind hat, nicht unnötige Sorgen machen um diesen Tumor. Sicher, wir haben jetzt auch gerade gehört, der Lebensstil ist entscheidend, auch für schon mit 5 Jahren, aber da treten eher jetzt dann doch die blutbildenden Probleme im Vordergrund. Ja, diese Folie, die habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Also ich habe hier mal so, wir haben hier mal so eine Zelle, eine Fanconi-Zelle gemalt und innen drin sind so ein paar Beispiele dafür, was bei Fanconi-Anämie alles nicht so richtig gut funktioniert. Zum Beispiel die genomische Instabilität, Schäden können nicht so richtig repariert werden. Wir haben heute viel über das Epigenom gehört. Wir wissen allerdings auch, dass mit den Energiehaushalten, den Mitochondrien, was nicht so ganz stimmt bei Fanconi, dass Sauerstoff ein Problem ist. Also anders formuliert, Fanconi-Anämie ist ein in sich schon fragiles und instabiles System, aber es werden anscheinend auch noch von außen ganz viele Einflüsse oder kommen ganz viele Einflüsse dazu, die das erhöhte Krebsrisiko mit begünstigen. Also zum Beispiel haben wir gestern auch viel über HPV diskutiert. Chronische Entzündung ist sicherlich ein Punkt oder ja, wenn man zu viel raucht oder trinkt, dann ist das auch etwas. Und man kann das natürlich auch andersrum sehen, dass man so dieses instabile System auch mit den Dingen von außen einwirken, auch stabilisieren kann. Das Überleben generell von einem Tumor, wissen wir, hängt mit dem Stadium ab. Also das hier ist so eine Überlebenschance und je steiler die Kurve hier nach unten geht, desto schlechter. Und Stadium 4 sind große Tumore, die schon Metastasen gemacht haben. Und wenn man hier eine Durchschnittsbevölkerung mit diagnostiziert wird, dann hat man eigentlich schon eine 50-prozentige Überlebenschance nur innerhalb der ersten 5 Jahre. Und das ist wirklich schwierig und schlecht. Und genau das sieht auch so bei Fanconi aus. Also wenn man ein Fanconi-Patient ist und man hat diesen Tumor, dann ist das Überleben anscheinend nicht gut. Und woran liegt es? Über 50% der Patienten, die diagnostiziert worden sind, in einem späten Stadium diagnostiziert worden. Und da haben wir ein bisschen angesetzt, weil wir haben gesagt, das müssen wir ändern. So ein spätes Stadium darf man bei Fanconi nicht haben. Jetzt möchte ich ein bisschen noch kurz darüber reden, wie entsteht Krebs, weil das ist ganz wichtig auch für unsere Studie gewesen. So, hier sieht man das, was wir ja gestern auch schon von der Susa Wels gesehen haben. Hier ist mal eine Haut im Durchschnitt. So sieht die normalerweise aus. Hier sitzen die Stammzellen drauf. Und wenn diese Stammzelle hier so eine Veränderung bekommt, dann verändert die sich. Das kann aber auch wieder repariert werden, also das ist zurück, hin und zurück. Wenn aber dann dieser Schaden nicht repariert wird, dann kann diese Veränderung wachsen und die Zellen teilen sich und geben diese Veränderung weiter. Das nennt der Experte milde Dysplasie. Und wenn das soweit, das kann man eigentlich auch noch, geht das zurück, aber wenn das dann weitergeht und das nicht aushält, dann kommen wir in die moderate Dysplasie und das ist schon nicht mehr gut rückgängig. Also ab hier wird es gefährlich und ab hier sieht man auch eigentlich solche Läsionen. Ich habe hier mal ein
ein Foto von unseren Rundfahrten von einer Zunge. Das ist eine ganz kleine rote Läsion, 1 x 2 mm, also leicht zu übersehen auf der Zunge. Und das war eine moderate Dysplasie. Wenn das weitergeht, dann wird es eine schwere Dysplasie. Eine schwere Dysplasie ist dadurch gekennzeichnet, dass diese Zellen sich verändern. Das sieht zum Beispiel dann so aus wie hier in diesem Beispiel. Das ist im Übrigen die gleiche Läsion ein Jahr später. Und wenn das weitergeht und nicht behandelt wird, dann kriegt man dieses Karzinoma in situ. Also das ist schon Krebs, aber das macht noch keine Metastasen, weil hier diese untere Schicht, die Basalmembran, intakt ist. Und das hier ist die gleiche Läsion von hier in 2 Jahren. Also da war ein Karzinoma in situ, sieht schon ganz schlimm aus und kann man auch nicht mehr übersehen, aber es war trotzdem noch ein Karzinoma in situ, noch nicht invasiv. Und wie das dann aussieht, wenn es invasiv ist, ist so, das ist natürlich das, was wir nicht wollen, dass der Krebs dann auch in die Tiefe geht und dann wirklich schlecht ist. Diese Folie zeigt, dass Krebs nicht von einem auf den anderen Tag entsteht, sondern dass es Zeit braucht und dass man Krebs auch von oben sehen kann. Und das war ja die Idee für ein nicht-invasives Screening. In der Vergangenheit war es so, dass man gesagt hat, man biopsiert alle sichtbaren Läsionen. Also man macht hier richtig einen Cut rein, geht durch diese ganzen Schichten durch. Und für Screening haben wir gedacht, das ist ein bisschen zu invasiv. Wenn wir diese Stellen hier erreichen wollen, dann reicht es vielleicht auch tatsächlich aus, wenn wir Läsionen hier an der Oberfläche abbürsten. Und wie haben wir das gemacht? Dieses nicht-invasive Screening, wir haben erstmal sehr, sehr gut geguckt. Das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist etwas, was man jedem Arzt mitnehmen kann. Nicht mal eben husch, husch, schnell durchgucken, sondern wirklich gut gucken. Dann haben wir sehr gut dokumentiert. Einmal mit so einer Mundlandkarte. Jede Läsion haben wir fotodokumentiert. Und dann natürlich auch hier die Bürste benutzt. So, das Ganze hat der Ralf Dietrich damals 2006 initiiert und durchgetragen. Und ja, wir haben da viele Patienten gesehen. Diese Studie ist jetzt veröffentlicht worden Anfang diesen Jahres. Also wir haben jetzt ein ganz klares Wissen aus diesen Daten. Und wie kann man das zusammenfassen? Diese Bürstenbiopsie in der Mundhöhle hat eine sehr hohe diagnostische Sicherheit. Man kannte diese Methode auch schon bei Nicht-Fanconi-Patienten, aber wir konnten jetzt in Fanconi-Patienten zeigen, dass diese Methode sehr sicher ist. Wir hatten 713 Fanconi-Patienten, die wir analysieren konnten. Und da sieht man so ein bisschen die Zahlen, worauf der Mediziner sich immer so stützt. Wie hoch ist die Sensitivität und die Spezifität? Und die war sehr, sehr gut, sodass wir uns darauf verlassen können. So, was haben wir parallel dazu gelernt? Und das ist auch wichtig. Sichtbare Veränderungen in der Mundschleimhaut bei Fanconi sind sehr häufig. Und wenn man jetzt überlegt, man würde alle diese Läsionen biopsieren, dann wären das viele Biopsien. Wir haben auch gesehen, dass die Häufigkeit einer Läsion mit dem Alter anscheinend korreliert. Das heißt, je älter der Patient, desto wahrscheinlicher, dass er eine Läsion bekommt. Und wenn er eine Transplantation hinter sich hat, dann ist diese Wahrscheinlichkeit sogar noch signifikant höher, sieht man hier in dieser Grafik. Also das hier sind die transplantierten Patienten, das sind die nicht transplantierten. Und man sieht ja, je älter der Patient, desto mehr Läsionen haben wir gesehen. Allerdings, und das ist eine super gute Nachricht, die meisten dieser Läsionen sind kein Krebs und auch keine Krebsvorstufe. Und das war ganz, ganz viel in unserer Studie. Deswegen ist es wichtig, das im Kopf zu behalten, dass nicht alle Läsionen, die man sieht, muss man nicht direkt panisch werden, sondern man kann die abklären. Die Patienten, die bei uns am meisten einen positiven Follow-up hatten, also diejenigen, die Krebs hatten oder Krebsvorstufen, waren knochenmarktransplantierte Männer. Also wenn man ein Fanconi-Mann ist und hat auch noch eine Knochenmarktransplantation, sollte man sicherlich sehr regelmäßig zum Arzt gehen. Weiße Veränderungen, die sieht man häufig, die sind eigentlich selten wirklich gefährlich. Und wenn man Mischungen hat, zum Beispiel aus roten Veränderungen oder so Erosionen, sodass es halt schnell blutig, dann ist das auch eine kritische Läsion. Ich hatte ja eben gesagt, dass in der Vergangenheit viele Fanconi-Patienten mit so einem sehr schlechten Stadium diagnostiziert worden sind. Wie ist das jetzt in unserem Screening gewesen? Das sind Wahnsinnszahlen. Wir haben tatsächlich zeigen können, dass 63% aller Patienten, die wir als positiv diagnostiziert hatten, in einem frühen Stadium, in einem sehr frühen Stadium, nämlich Stadium 1, und sogar noch als Vorstufe davon gestellt sind. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für die Zukunft, weil hier kann man in der Zukunft mit präventiven Maßnahmen eingreifen.
Und wie geht es diesen Patienten? Das ist auch eine sehr schöne Information. Diese Patienten, die wir mit so frühen Stadien diagnostiziert haben, die leben alle noch. Das heißt, es ist nicht nur theoretisch, ja, dass man die Frühstadien erkennen kann, sondern diese Patienten profitieren auch sehr von einer frühen Erkennung. So, der Vortrag heißt ja jetzt, wie geht es so nach der Studie weiter? Wir haben einen großen Antrag beim amerikanischen Selbsthilfeverband zu der deutschen Fanconi-Hilfe gestellt und viel Geld bekommen. Und wir möchten in den nächsten 3 Jahren diese 4 Säulen durchführen. Das eine ist natürlich die Umsetzung dieses Wissens in der Krankenversorgung. Wie können wir das erreichen? Das ist in Deutschland relativ einfach sogar möglich. Nämlich wichtig ist, diese Methode ist eine kassenärztliche Leistung. Das heißt, es kann von der Krankenkasse werden diese Kosten für diese Bürste übernommen. Wir können die Kollegen dabei unterstützen, dass sie das Material bekommen. Da arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die so Kits herstellen, wo alles drin ist. Auch ein bisschen Informationsmaterial über Fanconi. Dann, wenn Bedarf ist, können wir auch Ärzte unterstützen bei diesen 3 Säulen des Screenings, der Inspektion, der Dokumentation und des Abbürstens. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ja im deutschen Register der GPOH für Fanconi-Anämie das Referenzlabor der Zytopathologie an der Uni Düsseldorf, die auch diese ganze Studie durchgeführt hat. Und da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass die Leute einen guten Job machen und die Sachen gut analysieren. Und wir sind auch dabei, Schulungsmaterial für Patienten und Ärzte zusammenzustellen. Und ihr könnt uns auch helfen. Wir brauchen von euch Kontakte der behandelnden Ärzte, wenn die Support wollen. Wir haben uns jetzt unter Corona auch gedacht, wie kann man das unterstützen, wenn Patienten sehr weit sind. Wir haben da ein paar Experimente gemacht zu einer virtuellen Inspektion. Hier sieht man mal ein paar Beispiele von ein paar Erwachsenen von Koni-Patienten. Wie geht denn so ein Digital Visit, wie man das sagt? Also da sind wir sicherlich noch ganz am Anfang, weil je nachdem, wie man in die Mundhöhle guckt, ob das die Patienten selber machen, ob man das via Computer macht oder ob der Patient direkt vor einem sitzt, das führt zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Also da muss man noch ein bisschen arbeiten. Ja, wie ist das? Wir wollen auf jeden Fall mehr über die Patienten und die Läsionen wissen. Da haben wir eine gute Datenbank erstellt und da sind auch ein paar Kollegen dabei, diese Daten aus den Fragebögen, die wir haben, einzuführen, sodass man hinterher Analysen machen kann. Welche Patienten sind denn diejenigen, die wirklich das höchste Risiko haben? Wir haben jetzt schon in der Studie so erste Hinweise dafür. Es gibt sogar Hinweise dafür, dass es Läsionen gibt oder Regionen in der Mundhöhle, die zu einem höheren Risiko Krebs sind. Und das sind natürlich Daten, die wir mit ganz, ganz viel Akribie untersuchen wollen, weil das ist sicherlich auch wichtig, dem Arzt zu sagen, bitte schaut an die und die Stelle besonders gut. Ja, wie ist es noch? Wir wollen Fanconi-Patienten unterstützen und das neudeutsche Wort heißt ja Empowerment und da ist auch die Christine ganz vorne mit dabei. Das ist wichtig, weil wie kann man einen Patienten unterstützen, so ein Risiko in sich zu tragen, ist ja nichts Schönes, aber man kann damit positiv umgehen, wie das Christoph auch sehr schön gestern gezeigt hat. Übernimm Verantwortung, das ist ganz, ganz essentiell. Lerne alles, das ist auch wichtig, weil nur wenn du es selber weißt, dann kannst du es auch umsetzen und erwarte nicht von den Ärzten, dass sie dir das beibringen. Du kennst dich am besten selber und werde deswegen Experte. Und als Ärztin darf ich das auch ganz gerne und mit ganz voller Überzeugung sagen, bitte trainiere deine Ärzte. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wie wollen wir das erreichen? Ich hatte eben schon gesagt, wir sind gerade dabei, Schulungsvideos zu produzieren. Grafisches Material stellen wir her. Wir bieten persönliches Training an und wir wollen eine App machen, die ein bisschen hilft, auch die Termine so im Kopf zu behalten. Das Schulungsvideo, ja, das ist jetzt so ein bisschen in Progress. Das ist ganz schön viel Arbeit, hätte ich gar nicht gedacht. Aber da sind wir zuversichtlich, dass wir sogar Ende dieses Jahres vielleicht sogar schon ein paar Videos dabei haben. Da geht es um Schulungsvideos zur Selbstinspektion und für die Ärzte auch. Und da wollen wir auch insbesondere auf die Bedürfnisse der Fanconi-Patienten eingehen. Ja, Marlene war da unser Shootingstar, hat sie ganz toll gemacht. Ja, und das Letzte ist, was auch wichtig ist, wir haben ja jetzt ganz, ganz viel Material in unserer Studie verwandt. Einiges davon ist übrig geblieben und wir freuen uns, dass wir anderen Wissenschaftlern dieses überschüssige Material zur Verfügung stellen können, dass sie auch ihre Fragen weiter beantworten können.
Ja, also zusammenfassend, Veränderungen in der Mundschleimhaut bei Fanconi-Anämie ist sehr häufig. Allerdings ist der geringste Anteil daran nur Krebs. Die Bürstenbiopsie kann Risikoläsionen sehr sicher identifizieren. Die Bürste allein ist jedoch nicht alles. Es ist ganz wichtig, gut zu gucken, gut zu dokumentieren und dann auch abzubürsten. Das sind nochmal unsere Kontaktinformationen und ich möchte mich bedanken. Das ist ja eine Riesenstudie gewesen über einen wahnsinnslangen Zeitraum von mehr als 14 Jahren. Viele Kollegen haben da sich wirklich sehr, sehr intensiv eingebracht und ohne die Initiative von Ralf, der damals gesagt hätte, wir müssen was machen, wäre das sicherlich alles so gar nicht vonstatten gegangen. Deswegen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle und ja, das waren jetzt so erstmal meine Folien. Super, herzlichen Dank, Eunike. Klasse gemacht, wie immer. Du bist ja da sehr versiert. Und ich freue mich auch total, dass ich in dem Team dabei bin. Und ich hätte mir selbst nicht vorstellen können, dass wir so gut zusammenwachsen und auch jetzt uns so gut verzahnen mit unseren beiden Persönlichkeiten und Vorkenntnissen und so weiter, dass es jetzt hier gerade so richtig passt. Und freue mich total mit dir gemeinsam und natürlich noch immer den Ralf als Background und das ist mein großes Backup und unser großes Gehirn, wo wir immer wieder Erfahrungen schöpfen können, dann da auch gut weiterkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Kirsten hat eine Frage gestellt, es geht um Vitamin B und Folsäure. Vielleicht solltest du das einfach in den Chat reinschreiben, dann hätten wir es auch schon schriftlich, dann müsste sich das nicht jeder mitnotieren, das wäre super nett. Gerne. Ansonsten sehe ich keine Fragen speziell zum Vortrag. So dass ich gucke gerade nochmal, ob Hände sind. Nein, sehe ich auch. Oh, Moment, habe ich was übersehen? War da was Blaues? Nein, war nichts Blaues. Gut. Also insofern herzlichen Dank. Und dann könnten wir im Programm weitergehen. Die Frau Dutzmann ist auch schon da. Ich hatte nämlich abgecheckt, ob das okay ist mit der Zeitverschiebung. Jetzt müssen wir mal